Hi, willkommen zu einem neuen Video. Ihr liebt meine ganzen Vergleiche von ASOS, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, oder anderen Marken, wo ich so Petite-Klamotten gegen normale Klamotten getestet habe. Und oft, wenn ich Hosen vorgestellt habe, wurde ich gefragt, ob ich mal so dieses Format einführen kann, wo ich 5 Hosen von einer Marke in der gleichen Größe teste, wie die dann so an mir sitzen. Und das möchte ich heute machen. Das Videoformat ist nicht neu, ich kenne das, ich habe das schon bei Sonny gesehen und bei einigen anderen, aber jeder hat eben eine andere Körperform, eine andere Beinlänge und deswegen glaube ich, ist das bei verschiedenen Typen auch einfach interessant. Und ja, ich werde heute 5 Hosen in der gleichen Größe von H&M testen und möchte euch zeigen, wie unterschiedlich diese sein können. Ich habe jede Hose in Größe 36 bestellt. Manchmal bei H&M kann man ja auch auswählen die Länge von der Jeanshose und quasi die Bundweite, aber das ist auf jeden Fall die Größe 36, also entspricht der Größe. Und wir fangen an mit der allerersten Hose und die fand ich eigentlich im Onlineshop echt ganz cool, weil die halt diese Cuts hatte, sage ich mal, und die saß am Model echt ganz gut, weil die unten halt so am Bein auch so ein bisschen ausgefranst war. An mir war es ein bisschen schwierig. Also prinzipiell mag ich keine Hüfthosen mehr, weil ich es einfach sehr angenehm finde, wenn mein unterer Bauch so ein bisschen bedeckt ist. Und das war halt auf jeden Fall da nicht der Fall. Und die saß halt einfach untenrum zu lang. Also bei meiner Größe kann man deutlich sehen, dass die sich unten aufstockte und echt nicht so schön wie bei dem Model so am Knöchel lag und dieses Fransige zu sehen war. Das war super schade. Also ich müsste diese Hose auf jeden Fall hochkrempeln, damit die einigermaßen sitzt, und habe mich halt auch nicht so super wohl gefühlt mit dieser Hüfthose. Machen wir mit einem helleren Modell weiter, und zwar diesem hier. Fand ich im Onlineshop auch sehr schön. Ich bin persönlich ein größerer Fan von helleren Hosen. Und die angezogen bei mir war auf jeden Fall schon mal ein Unterschied zur ersten, muss ich sagen. Also die saß von der Beinlänge echt richtig gut. Man sieht, dass die unten wirklich an meinem Knöchel schön abschließt und dass die halt auch einfach nach oben hin so ein bisschen höher sitzt, was ich persönlich gerne mag. Ich muss sagen, im Vergleich zur ersten jetzt schon mal sitzt die auf jeden Fall deutlich enger. Also es war schon so, dass ich mich so... Also mein ganzes Bein, Fett und Muskeln und Knochen wurde auf jeden Fall zusammengepresst, kann man sagen. Aber ich muss schon mal sagen, die beiden im Vergleich, obwohl es die gleiche Größe ist, sitzt die hellere deutlich besser und gefällt mir auch besser. Kommen wir wieder zu einer dunkleren Hose. So sah sie im Onlineshop aus. Ist halt eine super dunkle Hose, kann man zu allem anziehen und hat aber hier und da auch diese kleinen Fetzen, sodass sie halt nicht super schlicht aussieht. An der persönlich gefiel mir dieses mit diesen Fetzen halt auch super gut, und auch angezogen, muss ich sagen, saß sie eigentlich wie der Vorgänger, die helle. Also am Bein von der Länge her passte sie super, sie war unten am Knöchel wieder gut abgeschlossen. Ich hatte bei der halt auch einfach das gute Gefühl, und das finde ich sieht eigentlich so immer, wenn man sich einfach in der Hose wohlfühlt. Und da muss ich sagen, also diese Hose und die hellblaue, beide saßen sehr, sehr gut. Nächste Hose. Im Onlineshop sah sie so aus, gefiel mir sehr gut. Ich mochte diesen verwaschenen Look von der Jeans und dann diese vielen Löcher, die aber nicht quasi das Bein haben durchblicken lassen, sondern dahinter war das halt noch so zugenäht. Gefiel mir richtig, richtig gut. Also bei der Hose hatte ich wirklich das Gefühl, okay, das wird mein Favorit, die werde ich auf jeden Fall behalten. Ja, angezogen, bisschen anders, schwierig zu erklären. Auch so ein bisschen Blamage gerade. Ich habe die Hose nicht zugekriegt. Ja. Und ich habe sie noch nicht mal an meinem Bein hochgekriegt. Mein Bein war so eng zugeschnürt bei dieser Hose und ich verstehe es nicht. Das ist die gleiche Größe wie die anderen, aber die passt wirklich gar nicht. Also die saß wie eine Nummer kleiner, wie eine 34. Und ich habe schon gemerkt, als die Hose so über mein Knie ging, so nee, also gerade an den Stellen, wo quasi hinten der Stoff nochmal verstärkt war, weil vorne diese Risse waren, es war so eng und es war auch so richtig harter Stoff an der Stelle, also nee, war überhaupt nicht meins. Von der Länge wäre es okay gewesen, aber die saß, also es geht gar nicht, die müssen wir gar nicht darüber sprechen, ob ich die behalten könnte oder nicht, die passt einfach null. Ja, kommen wir zur nächsten Hose, und zwar wieder eine dunkle. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass bei H&M im Onlineshop eher dunklere Hosen als hellere vertreten waren. Wie auch immer. Das ist auf jeden Fall die Hose, saß an dem Model auch wieder schön, ist eine schlichte Jeans, hat ein bisschen Waschung und so, gefiel mir ganz gut. Sitzt auch wieder ein bisschen High-Waist, was mir persönlich halt immer ganz gut gefällt. Und auch an mir persönlich getragen fand ich die echt ganz gut. Also es war jetzt nicht super außergewöhnlich, aber von der Beinlänge passte die auch wieder. Man kann die wieder gut hochkrempeln, sodass sie dann quasi wie eine, wie heißt das noch, 3/4, 7/8... Also auf jeden Fall, dass die halt unten am Bein so ein bisschen hochgekrempelt ist, dass das Ganze nochmal cool aussieht. Funktioniert bei der ganz gut. Die sitzt auch ein bisschen High-Waist, da habe ich mich auch wirklich sehr wohl drin gefühlt und kann bei der jetzt eigentlich auch gar nicht so viel Schlechtes sagen.
Prinzipiell muss ich zu H&M sagen, dass ich persönlich nicht gerne da Hosen kaufe. Ich habe das schon früher gemerkt, als ich noch jünger war und nur Taschengeld zur Verfügung hatte und mir dann mal irgendwie eine neue Hose gegönnt habe. Bei H&M war ich irgendwie nie happy, aber das waren so mit die einzigen Hosen, die bezahlbar waren für meine damaligen Verhältnisse. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die für Leute mit kürzeren Beinen und einer kleinen Körpergröße nicht ganz so viel Auswahl bei Hosen haben. Ich hatte euch in einem vergangenen Video von meinem Petit vs. Normal Video schon mal erzählt, dass ich, wenn ich Hosen im Internet kaufe, immer darauf achte, dass die bei einem Model im Online-Shop also ungefähr über die Knöchel geht. Weil wenn die da dann aufhört, sitzt die bei mir normal lang und einfach gut. Und bei H&M ist das halt nie wirklich der Fall. Die sitzen dann mal bis ganz unten und das heißt dann bei mir, dass die sich halt unten aufstocken. Vielleicht ist das für euch so ein kleiner Tipp, den ihr beim zukünftigen Hosenkauf so mit auf den Weg nehmen könnt, dass ihr da mal im Online-Shop so ein bisschen drauf achtet. Und ansonsten muss ich aber sagen, fand ich dieses Videoformat sehr interessant. Es würde mich sehr interessieren, ob ihr von weiteren Online-Shops auch noch dieses Videoformat sehen möchtet. Falls ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Prinzipiell muss ich sagen, waren alle Hosen so, dass ich alle wieder zurückschicken werde. Also es hat mir jetzt keine so gut gefallen, dass ich sie behalten werde, was ich persönlich einfach ein bisschen schade fand, aber gut, manchmal ist das so und ich bestelle ja manchmal online und da habe ich das oft, dass ich irgendwas zurückschicken muss. Auf jeden Fall freut es mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt bei meinen zwei letzten Videos vorbeischauen und bis dann. Ciao!